Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem Let's Play von Road to Gehenna. The Talos Principle ist angesagt und wir sind hier beim letzten Mal an unserer hier Gravel Pit stehen geblieben und haben hier noch zwei so Robocops hier zu befreien und natürlich noch jede Menge Sterne. Wir haben hier schon einen in der Mitte da geortet, einer... Weiß ich nicht, es war einer im Puzzle drin und einer, naja. Wir werden jetzt mal gucken, und zwar, wir gucken jetzt erstmal, was, sollen wir erstmal gucken, was hiermit passiert? Wir gucken jetzt erstmal, was hiermit passiert! Okay, ach so, ist also nur Shortcut auf die andere Seite. Ich würde sagen, wir machen jetzt... Warte mal, ist der... Geht der genauso rüber? Jupp. Okay. Hasensprung. Den kennen wir schon. Haben wir schon. Machen wir nicht mehr. Wir gucken jetzt erstmal hier uns um. Und zwar machen wir erstmal zunächst, würde ich sagen, machen wir das eine, was hier noch... Also dieses hier wäre das in der Mitte. Und da oben ist irgendwo noch eins, was wir halt noch nicht gemacht haben. Und das würde ich jetzt mal... so weit irgendwie vorziehen wollen. Wir haben hier, da ist Zeug, da ist was. Wie gesagt, hier sind diese Schlüssel in der Luft, wozu auch immer die dienen. Da müssen wir einfach mal Luki Luki machen. Luki Luki! Ich bin schon wieder irgendwie, naja, egal. Hier wollen wir nicht rüber, sondern wir haben hier oben, Moment, hier hängt noch ein Zettelchen. Ich weiß nicht, welch Gesetz da gut und welches schlecht sein mag. Die Mauer ist hart, sonst wissen wir nichts. Die wir liegen im Kerkerverschlag und jeder Tag ist wie ein Jahr und lang ist sein Tag. Und die Mauer ist hart. Ja, sehr, sehr schlau. Können wir hier irgendwo hin? Warte mal. Können wir da mal oben rauf vielleicht? So, ne? Können wir mal machen, ne? So, und dann hier? Können wir da hoch? Können wir hier bis oben? Nein! Oh Gott! Dramatische Szenen spielen sich ab hier beim Herrn Smeagol. So, wir... könnten hier einfach mal drauf und wir können hier mal drauf und wir können da mal drauf und wir können ein bisschen zurück und hier mal. Was liegt da? Habt ihr gesehen? Da liegt was. Fuck it. Okay, wir werden jetzt noch 3 Stunden hier hüpfen, bis wir dann endlich, Moment, so, dann hier drauf. Moment. Können wir da... Fuck it. Hallo? Kann ich die irgendwie... Moment. Da? Benutzen. Und dann? Eine Diskette haben wir genommen, oder? Und was machen wir damit? Kommen wir hier hoch? Nein. Scheint nicht zu gehen. Kommen wir da hinten rüber? Nein. Okay. Ich weiß nicht, ob wir die Diskette jetzt irgendwo hier schon brauchen oder was auch immer. Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal hier dieses Puzzle mit Venti, Connector und Kiste. Und dann widmen wir uns dem der Gravel Pit Geschichte hier. Hier können wir sonst nichts mehr. Okay, wir gehen jetzt hier mal rein und gucken mal, was passiert. Kistenfahrer. Oh, hier, unser Buddy. Den müssen wir da rausholen. Hier können wir schon mal rum. Wir haben hier eine blaue Quelle und eine Kiste und... eine Kugel hier, die uns allerdings nichts tut. Das ist schon mal gut. So, rot ist connected. Ja, wir hatten ja da hinten in dem
Ja, ist, glaube ich, auf der Seite. Also brauchen wir hier uns... Hallo? Oh Gott. Nein. Oh nein, wie komme ich hier raus? Okay, wir versuchen jetzt mal, ihm zu helfen. Also, wir haben hier einen Connector, zwei Konnektoren. Das ist natürlich cool. Zwei, da stehen noch einer. Drei Stück. Was haben wir hier hinten noch? Können wir hier ohne ersaufen? Durch, ja. Wir haben hier nichts mehr sonst, oder was? Nicht, dass hier wieder irgendwelche Teile verstreut sind von irgendeinem Typen, den wir zusammenbasteln müssen, wo wir nicht wissen, was es macht. Gut. Wir haben also... Da ist rot. Da ist blau. Okay, ich versuche mal eben... Also, ich muss erstmal hier... Werde ich mal klären, was das mit dem Blauen soll. Ich wette mal, dass die blaue Quelle hier diesen Typen hier... Moment. Wir machen den jetzt erstmal weg. So, dann nehmen wir uns mal diesen. Und connecten den einfach jetzt mal hier so durch. Habe ich mir gedacht. So, was immer das auch bringt... Moment, ich probiere nur mal aus, ne? Also ich will jetzt nur mal ausprobieren. Okay, ich habe keine Ahnung, was das bringen soll. Okay, da ist ein Stern. Star! Stars at night. Okay, wir gucken erstmal hier jetzt. Also, da haben wir... Oh, hier geht's hoch. Okay. Und von hier... Aber wie kriegen wir... Ah, Moment. Ah, okay. Da ist unser... Hier ist nochmal ein Venti. Der wahrscheinlich uns da hoch befördert. Also den Stern kriegen wir auf jeden Fall mal. Hier haben wir die blaue Quelle. Im Gucken hier. Hier ist nichts mehr. Hier geht's hoch. Jetzt hier hoch. Oh ja. Ah, okay. Das ist gut. Und dann haben wir hier eine Säule, wo wir aber nichts mit tun. Hier vielleicht, dass wir eben gucken, ob wir hier irgendwas erreichen können von hier. Nicht, dass ich... Sieht nicht so aus, ne? Nee. Okay, wir haben hier hinten, da müssten wir durch. Ah, hier ist Ende. Da ist ein Schalter. Hier haben wir den und den. Also blau und rot müssen hier irgendwie... Moment mal eben. Also, ich mache das jetzt mal folgendermaßen. Rot zu... Moment, rot nehme ich mal mit rot. Da geht er nicht hin. Also, so. Gut, dann haben wir die blaue Quelle schon mal freigelegt. Jetzt müssten wir... Moment, ich habe schon eine Idee. Und zwar einmal blau. Den können wir nicht connecten. Dann blau. Ja, nicht so easy. Moment. Den stellen wir mal hier hin und den nehmen wir mal weg. So, Moment. Den müssten wir mal... Den stelle ich jetzt erstmal hier um die Ecke, oder? Nein. Ich stelle den hier drauf. So. Dann macht der Blaue da hinten vielleicht den Blauen. Moment. Nein. Moment. Ah, okay. Ich glaube, ich habe eine Idee. Und zwar, Moment, ich versuch's mal. Das sieht gut aus. Moment. Jetzt gehe ich mal hier rüber und dann greife ich mir den hier mal ab und schmeiß den mal. Moment. So und so hier irgendwie hin.
Ne? Oder? Gut, und Rot wird jetzt unterbrochen die ganze Zeit. Das heißt, wir müssten... Moment, den mal hier hinstellen. Und dann können wir den... Moment, wir müssen diesen Mist hier abbauen. Und zwar brauche ich hier wieder... Blau. Und zwar den... Den... Und den da hinten, ne? Diesen. Dann müssen wir den vielleicht irgendwie ein bisschen umstellen. Das weiß ich noch nicht genau. Machen wir mal so. So, und jetzt machen wir es so. Genau. Kann man den nicht irgendwie powern? Moment, wir brauchen diesen für den roten. Also nehme ich den mal weg. Stelle ich den mal ein bisschen anders hin. Warte mal, der steht wahrscheinlich im Weg. Nein. Wir müssen den hier... Moment. So. So, blau. Und jetzt können wir rot hier abgreifen und kommen hier schon mal rein. Okay, dieses Ding ist natürlich total lange gepowert. Also braucht lange, um gepowert zu werden. Okay, also heißt, wir brauchen noch irgendwas, was hier draufstehen kann. Was kann man... Wir brauchen eigentlich die Kiste, ne? Heißt, ich klemme den hier an dieser Seite ein. Moment, wir machen das mal eben. Moment. Ich hoffe, ich kann die Kiste da rausnehmen. Also da wegnehmen. Das wäre... Oder? Das wäre jetzt die Frage. Können wir die Kiste nehmen? Ha! Sehr gut! Dann haben wir dieses Ding auch schon gelöst. So, und befreien unseren... Wo ist er denn? Da ist er! Asmodeus! Wo geht er hin? Komm! Der klettert tatsächlich hoch. Okay, Asmodeus ist auf dem Weg, on his way home. So, jetzt müssten wir gleich mal, wo wir hier sind, zumindest schon mal gucken, wie wir den Stern hier rauskriegen. Ich brauche hier blau. Heißt, ich muss rot... Warte mal. Rot muss den powern. Ich brauche einen Connector. Aber, wie kriege ich den Connector hier? Okay. Ich habe gerade keine Ahnung, wie es gehen soll. Ich guck nochmal eben. Also wir brauchen hier irgendwie... Kommen wir denn hier rein? Hier brauchen wir blau. Der muss hier irgendwie stehen und blau abgreifen. So. Wir können aber nicht um die Ecke. Wir brauchen also den dritten Connector. Oder ich habe einen Denkfehler. Warte mal, können wir hier denn irgendwie mit Rot durch? Nein. Es muss irgendwo oben, vielleicht hier auf diesen Säulen oder irgendwo muss es noch einen Punkt geben, wo wir Rot abzwacken können. Weil ich glaube nicht, dass es hier so, wie es hier aufgebaut ist, funktionieren könnte. Weil wir können auch Rot nicht hier... Nee. Nicht hier durchnehmen. Also Rot muss da bleiben, wo es ist. Also das heißt, den Connector hier, den können wir eigentlich nicht bewegen. Den anderen Connector können wir auch nicht bewegen, diesen, weil die sonst hier ständig rumstört. Ja, genau. Und dann unterbricht er uns immer wieder
das Tor. Obwohl der schnell geht. Heißt, ich brauche den Connector hier auf der Seite. Wir können es jetzt ausprobieren, theoretisch. Wir könnten mal hier die Kiste wieder... Die kriegt er nicht, ne? Nee. Okay, das machen wir später. Ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt erstmal... Moment, ich block den jetzt erstmal wieder ab hier. Ja. Naja, komm, Junge. So, also. Dann können die sich hier erholen. Wir kommen da hinten rein, weil dann gehen wir erstmal noch an unseren Computer. Und gucken mal, was der uns erzählt. Und die Sterne machen wir dann nachher alle nacheinander. Kennt er ja schon von den anderen. Im Jenner-Foreign-System stehen neue Threads zur Verfügung. Das ist gut. Dann lasst uns sie mal zeigen. Forschungsprojekt, Hilfe benötigen. Ja, ihr wisst, ist das ein Spiel oder Arbeit? Beides. Dinge sind im Programm. Anhang laden. Komm. Zurück. Da war noch irgendeine andere Option gerade, ne? Wir gucken mal, ob die andere Option Ergebnisse laden. Das sind die Ergebnisse. Kurzfassung. Ja, immer noch 1000 Meter Text hier. Warum wurdet ihr hierher geschickt? Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Falsch, bla bla bla. Zurück. Datei hochladen. Ja. Ich weiß nicht, was war. Hochladen. Vielleicht diese Diskette. Genau. Vielleicht haben wir so eine Nachricht hinzufügen. Ich habe eine Datei, die gehören scheint. Serious Sam Text Encounter spielen. Anhang lädt. Das ist dann wohl irgend so ein Easter Egg-Kram. Neues Spiel. Gucken wir mal, wie weit uns das hier... Inui? Ernsthaft? Widerstehen. Wir widerstehen. Argumentieren, dass dieses Gefühl vorübergehend ist. Schau mal, bla bla bla. Ach Gott, ich... Ja, ihr kennt die Geschichte hier und ja, ihr wisst, ich lese den Kram, wie lange wir hier alleine brauchen würden, ja, wenn wir das jetzt alles durchkauen würden, abknallen. Wir knallen ihn über den Haufen. Ende. Okay, das war nicht ganz so, ne? Okay. Entschlüssel geschützten Thread, fertig, ab sofort, bla, Schwafel, ich versichere euch, dass ich genauso körperlich wie wir alle, weiter. Oh Gott. Gibt's Leute, die das tatsächlich im Let's Play vorlesen alles? Ich kann's mir nicht vorstellen, oder? Also... Ich meine, man kann es machen, ja, also ich finde es nicht schlimm eigentlich, ja, also dass man hier so in die Geschichte auch wirklich eintaucht, aber, ja, also ich bin mir nicht sicher, ob jemand wirklich Spaß dran hat, dieses Spiel so, durchzuspielen. Träume? Losgehen. Beten. Beten ist immer gut, ne? Warten? Warten. Wir warten. Wir sind nicht feige, wir warten. Den Skorpion verehren. Wir verehren ein um Hilfe bitten. Auf jeden Fall, der Skorpion, also wir sind hilfebedürftig, da wir den Skorpion anbeten. Also, ja. Annähern. Einwilligen. Ein Krokodil, ein Blauwal, ein selbst solarbetriebener Roboter. Durchgehen. Es wäre schon geil, ne? Also die Geschichten hier mal durchzulesen und so nacheinander weg. Ja, gut. Okay. Wir klicken uns jetzt wie immer fleißig durch. Weiterreisen. Wir reisen auf jeden Fall weiter. Und das Fest genießen wir. Klar, wir sind jetzt gerade hier, ne? Wir brauchen so ein Belohnungsfest sozusagen. Also Bierchen trinken und ne, den lieben Herrgott einen guten Mann sein lassen. Und dann, ja.
Ergeben. Wir ergeben uns, weil wir haben jetzt genug von dem Mist. Nein, auf keinen Fall. Threads anzeigen. Wir haben noch ein Rätsel. Dümmstes Rätsel. Ja komm, den machen wir auch noch eben. Zurück. Okay. Dann sind wir hier eigentlich so weit durch. Wie gesagt, der Stern hier, den werden wir heute in der Folge nicht mehr auf die Reihe kriegen. Ich weiß nicht, warum dieses Tor hier nicht aufgegangen ist, ne? Aber hier war, glaube ich, ne, genau, wo der Typ auch rüber ist. Gut, dann soll's das an der Stelle gewesen sein. Wir haben den Roboman Aurelius oder wie er hieß, befreit und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, hoffentlich. Und ich bedanke mich bei euch wie jedes Mal fürs Zusehen. Und in der nächsten Folge werden wir uns natürlich hier endlich mal unserer Wu-Tang Gravel Pit hier widmen und mal gucken, was wir da rauskriegen, wo wir reinhüpfen und ne, ja, gut. Bis dahin, tschaußen, euer Smeagol.